Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zum nächsten Part mit The Witcher 3. So, dann wollen wir den einfach mal begehen. Auf zum vereinbarten Treffpunkt. Und dort mal meditieren. Bis um Mitternacht. Zap, zap. Sieh an, ein frühes Vöglein in unserem Kreis. Großartig. Nur eine Patrouille. Deine Mixtur muss gewirkt haben. Eveline, bist du bereit? Soll das ein Scherz sein? Na klar. Drei, zwei, eins. Freie Bahn. Los mit dir. Scheiß Stadttauben. Wieder alles vollgekackt. Was? Euch Rattenzeit. Patrouille markiert. Eine Minute. Los! Und ihr Militär, heilige Mutter, bewahre uns. Schön, der Helm voll gekackt. Wenn ich mich recht entsinne, sagtest du, drinnen wäre niemand. Mein Informant lag wohl falsch. Das ist alles? Ich habe mir fast den Hals gebrochen. Du wusstest, worauf du dich einlässt. Jetzt ist keine Zeit zum Streiten. Jetzt nicht, stimmt. Aber wir bereden das noch. Verlass dich drauf. Zu Diensten, Kollege. Eine Wache könnte auch viele mehr bedeuten. Du solltest dein Schwert ziehen. Nein. Und nun? Niemand stirbt. Das habe ich von Anfang an gesagt. Na schön. Zieht eure Masken über, dann gehen wir. Na schick. Ah, da ist die Statue. Die Briefe müssen alt sein, wenn man sich das Band so ansieht. Ein Liebesbrief. Wer ihn lesen möchte, kann es jetzt tun. Einmal anhalten bitte für den ersten Teil. Und anhalten für den zweiten Teil. Das war wahre Liebe. Luft ist rein. Klopf auf Holz. Gut. Jetzt sperren alle die Augen auf. Meine sind offen. Ich habe schon allerlei gesehen, was ich mitnehmen möchte. Jetzt nicht. Unser Ziel ist die Schatzkammer. Ist das klar? Ja.
Uiuiui, was hat denn der bitte dem geklaut? Ja, aber wir erhöhen das Startgebot. Was ist das denn? Wache! Wache! Ich hätte im Käfig bleiben sollen. Du hast gesagt... Verdammt, ich weiß, was ich gesagt habe. Auf sie, bevor sie Alarm schlagen! Meine alte Wichser, stachel mir! Du wirst es nie lernen. Jo, jetzt ist es Todes, ich sag's ja. So, wieder zu. Alter. Eingeschlossen. Scheiße! Verdammt. Die Waffen weg. Ihr habt keine Chance. Vielleicht nicht. Aber wir haben Geiseln. Gnade, Meister. Bei drei gehen wir rein. Eins. Zwei. Einen Schritt weiter. Und es stirbt jemand. Halt, halt! Wir müssen verhandeln. Was fordert ihr für das Leben der Geiseln? Kauf uns etwas Zeit, Geralt. Das ist ein Arschloch. Eigentlich nicht für den. Ich verstecke mich nicht hinter diesen Leuten. Ich lasse sie gehen. Bist du irre? Weißt du, was dann passiert? Ja. Und weißt du, was passiert, wenn du versuchst, mich aufzuhalten? Aus dem Weg. Sofort. Sehr ehrenhaft. Wird vor Gericht sicher mildernd berücksichtigt. So. Ihr habt eine Minute, um rauszukommen. Einzeln. Hände auf dem Kopf. Ich bin weg. Ich gehe durch den Schornstein raus. Das wird mir einfach zu heiß. Viel Glück, meine Herren. Trink auf uns, wenn du weit weg bist. Ihr hattet eure Chance. Angriff! Bestehst du immer noch darauf, dieses Holzschwert zu benutzen? An die Arbeit, Quinto. Wir versuchen, den Angriff aufzuhalten. Also ich schaffe das auch noch weiterhin mit dem Schild. Ach, mit dem Schild. Mit dem Schwert. Vor allen Dingen mit dieser Dauerbeballung, Alter. Das ist sehr hart. Ich wusste gar nicht, dass ich diese Fähigkeit habe. Ich habe also geklickt. Hör auf, dem eine reinzudonnern. Der Typ geht mir auf den Sack, der NPC. Irgendwie kann ich nicht gescheit gegen den da kämpfen.
zufrieden? Gewissen noch rein? Ich habe meine Regeln. Deine Genehmigung brauche ich nicht. Ha, gut. Da ist die Maus verpackt. Blöd. Unsere Wege werden sich bald genug trennen. Und jetzt wartet die Schatzkammer. Müsste langsam offen sein. Und ich würde sagen, ich mache hier ein kleines Speichern und Quickloaden. Das hat er eben schon geautosaved. Einmal gespeichert, einmal geloadet. Dann ist die Mausverpackung hoffentlich Geschichte. Na komm schon, lad ein bisschen schurchtiger hier. Schnarch. 3, 2, 1. Na geht doch. Was für ein Schloss. Meisterlich gefertigt. Zwei Federbolzen, zylindrische Riegel, die Meritiumbärte. Interessiert mich nicht. Interessiert keinen. Wir gehen rein. Geralt, du zuerst. Wieso ich? Dazu habe ich dich eingestellt. Los jetzt, wir haben keine Zeit. Friss oder stirb. Verdammt, bist du hässlich. Als hätte das Theater nicht gereicht. Als wäre es eigentlich nicht offensichtlich gewesen. Aber, wie wär's? Oh, Rüstung nicht dabei. Aber Schwerter haben wir. Na, Gott sei Dank. Das ist etwas, aber... Das ist trotzdem hier gerade etwas tödlich. Deshalb. Oh, ich habe meine Bomben. Dann sollte ich die gleich... einsetzen. Nächster Trank. Wenn die Spinnen nicht immer so abhauen würden, wären die eigentlich gar kein Problem. Und schon vergiftet. Ja, komm her, du. Wunderbar. Das wär's fürs Erste. Das war die erste Falle. Gehen wir uns mal kurz hier und nachrüsten. Das hat hier gereicht. Ich darf nicht warten. Goldene Perlenkette. Ah, das ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen was, was wir ausrauben können. Silberner. Goldener. Alles her damit. Die gleichen Gemälde wurden zum Verkauf angeboten. Sie sind in der Schatzkammer. Sie haben sich darin eingeschlossen. Hol mich doch! Komm schon! Haha. Ergebt euch! Ihr habt keine Chance! Dafür werdet ihr hängen. Ihr alle. Ah, ich bestimmt nicht. Die gleichen Gemälde wurden zum Verkauf angeboten. So, da vorne die Kisten noch durchgehen. Smaragde. Dreister Bastard. Ja, Geralt. Okay, dann müssen wir wohl hier durch. Ihr wisst ja nicht, mit wem ihr euch anlegt. Im Gegenteil. Ich weiß es nur zu gut. Ewald? Hallo, Bruder. Lange her. Sieh an. Komplikationen überall. Du schuldest uns eine Erklärung, Ewald Borsodi.
Was ist der Zweck dieses Familientreffens? Rache. Wegen Verrats. Erniedrigender Jahre. In Armut. Vater hat mir das Auktionshaus vererbt. Mir! Horst hat mich betrogen und enterbt. Du hast alles, was wir eingenommen haben, verspielt und verhurt. Vater hat das nicht gesehen, aber ich... Das ist keine Entschuldigung, Horst. Und keine Rettung. Ihr zwei, haltet zu mir. Die Redanier werden euch nichts tun. Ich gebe euch, was ihr wollt. Schmutzige Angelegenheit raushalten oder verlockend? Eigentlich würde ich mich jetzt bei dem Puderzwist raushalten wollen. Ich halte mich aus Familienangelegenheiten raus. Dann hättest du besser nicht in meine Schatzkammer einbrechen sollen. Für Neutralität ist es jetzt zu spät. Bist du für mich, kleide ich dich in Gold. Bist du gegen mich, wirst du hier nicht mehr rauskommen. Das ist jetzt sehr knifflig. Wir haben einen Deal, sage ich mal so. Ewald will Rache. Heißt nicht, dass er seinen Bruder umbringen will. Horst jedoch schon. Wenn du das so siehst, dann bin ich für Ewald. Sprich für dich. Ich nehme das Angebot an. Dafür wirst du zahlen, Quinto. Mit deinem Kopf. Auf sie! Formation halten! Ich würde eigentlich gerade sehr ungern gegen den Kameraden da kämpfen. Ich hätte das gerne anders gelöst. Die Schriftrollen gestohlen, dich auf die Straße geworfen. Rache genießt man am besten kalt. Heiß ist sie mir aber auch recht. Bitte, Gnade, für deinen Bruder. Ich tue alles, was du sagst. Wirklich? Alles? Ja, alles. Überschreib mir alles, was du hast. Dann verschwinde. Nur mit dem, was du am Leib trägst. Erlaube mir, etwas mitzunehmen. Bitte, irgendwas. Fünfzehn Jahre in der Kanalisation. Wie ein Tier. Und du wagst es, zu betteln. Heilige Scheiße. Bitte. Zufrieden? Durchaus. Und du? Nein. Erst wenn ich Max Bausodis Haus habe. In dieser Schatzkammer, hast du gesagt. Das stimmt auch. Dort. Aber ich fürchte, es ist nicht für dich. Darin befindet sich nämlich das Testament meines Vaters. Mit welchem Ewald Borsodi, lang vermisst, das Vermögen einfordern wird. Und was fordert wohl Geralt von Riva ein? Den du betrogen hast. Bedauere, aber alles andere darf er auswählen. Du hast mich reingelegt. Und du wolltest mich gegen die Schläger von Horst im Stich lassen. Für meine Begriffe sind wir quitt. Was Max Borsodis Haus betrifft, wenn du es unbedingt haben willst, musst du es dir schon mit Gewalt holen.
Wie dämlich von dir. Aber bitte, beeilen wir uns, sonst kommen noch die Soldaten. Ich sagte ja, zu Diensten, Kollege. Muss schon echt sagen, das ist ein Arschloch. Gut, wenn das weg ist. War natürlich nicht nett, was sein Bruder für ihn gemacht hat, aber das hätte jetzt nicht sein müssen. Er hätte sein Vermögen auch so bekommen. Komm schon, komm näher. Eieiei. Jetzt tut's mir nur leid um unseren angeworbenen Meisterdieb. Oh, da ist echt einiges drin, ey. Erstmal auf großer Raubzug. Und er sagt ja, wir sind ja nicht befreundet. Ich würde jetzt lediglich der Elfe noch was geben, denn die hat sich aus allem herausgehalten. Ophirisches irgendwas. Relikt. Schema Vipern Giftstahlschwert. So, sonst noch irgendwas hier drin. Hast du noch das Silberschwert? Ganz kurz drüber gucken. Da ist zum Beispiel noch was drin. Und jetzt sieht es so aus, als wäre es das gewesen. Verdammte Kerzen. Als wäre ein Borosis Haus. Verdammt, wo ist der Geheimgang? Ah ja, hier drüben. Mein lieber Geralt. Hey, hier zieht es doch. Der Durchgang muss hier sein. Wie kriegt man ihn auf? So schon mal nicht. Wir haben hier drei Statuen. Drei Statuen. Wickelt man auf. Muss ich irgendwas entzünden? Oder hier hinten dran noch irgendwas machen. Guck mal, da hinten ist noch was drin. Das will ich auch mitnehmen. Wie frech. Wie komme ich jetzt hier raus? Das ist jetzt echt eine gute Frage. Ach, guck mal, was ist das? Ein Schwert in einem Stein. Was mir leider nichts bringt. Schade. Ich dachte, wir werden jetzt der Herrscher über was auch immer. Den Geheimgang haben wir ja gefunden. Und keine Möglichkeit, wie ich dazu vorbeikomme. Und das war es auf jeden Fall mal nicht. Statuen hier sind gleich. Kann ich aber auch nichts machen.
Okay, das Rätsel ist ein bisschen ärgerlich. Wie komme ich da raus? Kann ich hier klettern? Nein. Das wäre wohl das falsche Spiel. Zu viel Uncharted gezockt. Ich würde jetzt eigentlich erwarten, dass hier irgendwie ein Knopf ist, den ich drücken muss. Gott, der Leid. Ist das ärgerlich. Jetzt muss ich den ganzen Raum löschen. Ach, guck mal da. Das war knapp. Jetzt nichts wie raus. Uh-oh.